Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dino Crisis 3 mit mir, dem Dre, hier auf The Nerd Way of Life. Punkt. In der letzten Folge haben wir diese komischen Griffe gefunden, mit denen man, irgendwie die Sachen neu arrangieren kann, die Module neu arrangieren kann. Und nachdem ich jetzt hier über 20 Minuten lang durch die Ozymandias geflogen bin, auch einmal verreckt bin dabei und nicht wusste, wo ich hin sollte und es auch nach dem Verrecken noch nicht wusste, wo ich hin sollte, habe ich jetzt wieder einmal in einen Guide geguckt. Es hört einfach nicht auf, dass ich in einen beschissenen Guide gucke. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Und das ist... Also, das ist erstmal gut. Dass ich weiß, wo ich hin muss, ist erstmal gut. Bloß da jetzt hinzukommen und dass ich da hin muss, ist irgendwie nicht so cool. Wir müssen nämlich... Scheiße, da muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt hier lang muss. Wir müssen nämlich zurück zu den... Wie hieß denn das Ding? Ich meine, da blinken ja diese beiden Räume. In den einen Raum waren wir drinne. Der linkste Raum, der blinkt, da waren wir drinne. Gerade zu Beginn. Da haben wir diese Sticks bekommen. Aber wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Das ist doch... Naja. Glaube ich zumindest. Der Guide, den ich habe, der ist auf Englisch. Und da heißen die Räume natürlich ein bisschen anders. Aber eigentlich müsste der das sein. Wenn die das nicht ganz bekloppt übersetzt haben. Da ist eine 1 mit im Namen. Das muss dieser Raum sein. Ja, natürlich erstmal an diese Wände fliegen. Ach, herrlich. Ich muss sagen, dieses Backtracking finde ich jetzt schon irgendwie nicht mehr so geil. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Ende des Spiels. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie gesagt haben, Leute, das geht langsam hier zur Neige. Die haben beim zweiten Teil schon so gemeckert, dass es so kurz ist. Das war wirklich in den Kritiken, wenn man sich Kritiken zum zweiten Teil anguckt, ein Negativpunkt, dass das Spiel so kurz war. Ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben, Leute, wir müssen das Spiel ein bisschen länger machen, sonst sind die Leute wieder beleidigt. Lass mal die Leute hier hin und her rennen. Ups. Aber dass längere Spielzeit nicht auch gleich bessere Spielqualität bedeutet, das hat man den Entwicklern meistens nicht gesagt. Es gibt ja noch andere Fälle, die ähnlich agieren, um halt eine akzeptable Spielzeit zu erlangen. Scheiße, jetzt sind diese Viecher hier schon wieder. Die sind echt krass. Einer von denen hat mich auch vorhin gekillt. Nicht hier in dem Raum, in dem, wo wir gestartet sind. Weil ich nämlich am Ende, wie gesagt, ich bin über 20 Minuten durch die Gegend geirrt und wusste nicht, wohin. Und bin am Ende wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, um dann im Grunde die Folge neu zu starten von da aus. Und da wurde ich dann gekillt. Naja. Also mal gucken, ob das jetzt hier das Terminal ist. Steuerpult. Ne, ist es nämlich nicht. Da geht's ja nur da runter. Moment, auf der Karte. Wenn man in den Raum guckt, ist ja auf der Karte... Wir sind auch noch gar nicht da. Wir sind im integrierten Werk. Wir wollen aber... Da wollen wir hin. Genau, hier, da ist die FC. Und FC ist, meine ich, Steuerkonsole. Weiß ich gerade nicht. Wie komme ich denn da hin? Ist das jetzt hier? Ich glaube, ja, die große Tür müsste das sein. Sehen wir jetzt ja. Zugang, ja, zur integrierten Maschine. Und Plant heißt, glaube ich, auch Maschine, oder? Ja! Ja, siehst du, ey, das Terminal hatte ich ja überhaupt nicht mehr. Das hatte ich ja überhaupt nicht mehr im Kopf. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Thank you.
Dött. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Und Mädels, Formationswechsel beendet. So, was heißt denn das jetzt für mich? Was hat sich denn da jetzt dann geändert? Kann man das einer erklären? Moment, ich guck mal ganz kurz. Bevor ich jetzt wieder 20 Minuten rumrenne. Safe. Das ist ja der hier. Diese Fliegen, Alter, die machen mich wahnsinnig. Moment, war hier nicht. Wo war denn der Speicherpunkt? Nee, da gibt's. Hier. Da, genau. Gut, ja genau, dann machen wir die Leiste nochmal leer. Können wir bestimmt investieren. Müssten auch so über 45. Ja, siehst du, 120.000 Punkte fast. So, da steht also, ich soll speichern. Das machen wir gleich. Wir kaufen erstmal noch ein bisschen was ein. Habe ich alle drei mit? Okay. Da habe ich zwei. Da nehmen wir einen von mit, auf jeden Fall. Die Tempest, da steht man. Habe ich. Okay, die habe ich voll. Juggernauts habe ich auch voll. Und Inferno. Machen wir voll. Tempest steht da, braucht man 9 Stück, aber die haben wir ja. So, Status. Energie. Machen wir die Energie höher? Ja, ist aber nicht sehr viel. Naja. Besser als nix. Jetzt habe ich noch 19.000. Dann kaufe ich doch. Kaufe ich noch eine Lifeline? 2 habe ich noch. Ne, komm, scheiß drauf. 2 habe ich noch. Wenn ich nochmal verrecke, dann kann ich mir noch eine holen. So, und jetzt gucken wir ganz kurz. Ach so. Also muss ich jetzt im Grunde das, was ich mit dem ersten Generator gemacht habe, jetzt mit dem zweiten machen, oder was? Das probieren wir doch mal aus. Ey, Backtracking vom Ali Feinsten. Wieso? Ich kriege hier ein Kabel nicht, da steht mein Sessel drauf. Moment. Oh, scheiße, okay, keine Zeit. Ach so, oh nein, jetzt zerriegeln sie hier echt die Türen, oder was? Mit den dicken Heinis, alles klar. Da hätte ich ein paar Laser und sowas kaufen sollen. Egal. Hier muss man echt aufpassen, die können richtig reinhauen. Die sind krasser als die normalen Stromviecher, die wir am Anfang hatten. Aber ist ja klar. Ist ja ein bisschen weiter im Spiel jetzt, ne? Ist einfach nicht verrecken. Ich will jetzt aber auch keine Wasps-Einheiten verschwenden. Shit, hab jetzt aus Versehen doch drauf gedrückt. Na gut, aber 9 Stück brauche ich, oder was? Oh nein, ich krieg mir Krampf im Daumen. Ah, hätte man den Boost nicht auf die andere Seite setzen können? Oh, Alter. Oh Gott, ich muss mal eben ohne Boost. Nur, oh, geht nicht. Oh nein, wie viele! Moment, wir wechseln mal eben die Waffe. Och, Alter. Mal die Hand ausschütteln hier. So, was haben wir denn? Laser. Nehmen wir White Shuttle Laser. Nehmen wir Laser. I'm firing my laser. Oh, Volltreffer, Digga. Nein, kein Tod, kein Boost mehr. Oh, nicht verrecken. Jetzt auf keinen Fall jetzt hier verrecken. Das wäre Quatsch. Wozu habe ich denn meinen Boost geupgradet, wenn er sowieso gleich wieder leer ist? Alter.
Wie unnötig viele das einfach sind. Das ist auch wieder so, das hat auch wieder was von Zeitstrecken, oder? Ey, du kommst aus diesem Raum nicht raus, bevor du nicht alle Gegner gekillt hast. Und guess what? Die Gegner halten richtig schön viel aus. Scheiße, ja, ich hab's ja schon angesprochen. Ich hab das Spiel gelobt, hätte ich nicht machen sollen. Zehn Laserschüsse. Okay, das war's. So, wie komme ich denn jetzt dahin, wo ich hin will? Also, im Grunde muss ich wieder einfach nur zurücklaufen. Aber warum ist dann die Tür da aufgegangen? Achso, um den Griff zu bekommen. Natürlich, um die Griffe zu bekommen. Das ergibt Sinn. Bin ich denn jetzt? Ach so, das ist jetzt im Grunde. Ach so. Nee. Oh, fliegen, bitte. Lass mich in Ruhe. Platzt mir hier gleich was. Das war der Raum, den haben wir von der anderen Seite mal gesehen. Das von der. Wir waren jetzt quasi auf der anderen Seite der Glasscheibe. Oh, ich hab die Fliegenklatsche wieder nicht hier. Nein, lasst mich in Ruhe. Kommt schon. Ernsthaft. Ah, nein, das ist die Tür, von der ich gekommen bin. So, und... Oh, shit, oh, shit, oh, fuck, oh, shit. Okay. Das war die Tür da eben links. Das war die, wo ich eben gerade drin war. Wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich völlig wieder die Orientierung verloren. Oh, Mann, ey. Und diese Viecher machen es jetzt gerade nicht einfacher. Hier. In die Tür gehe ich jetzt mal rein. Aber einen kill ich jetzt von euch. Einen kill ich von euch. Und den anderen vielleicht auch noch. Okay. Ach Gott. Ja, stimmt. Okay, es steht sogar im Guide drin, dass jetzt die ganze Arschball von den Viechern kommt. Ja, das war auch der Raum. What the fuck? Und es sind schon wieder direkt welche da. Das gibt's doch gar nicht. Okay, die Tür ist verschlossen. Ja, genau. Das ist ja aber die Haupttür da. Und die hier unten ist aber die, durch die ich gekommen bin. Hä, wo muss ich denn dann jetzt lang? Ich muss doch wieder runter, oder nicht? Habe ich da eine Tür übersehen? Pepe, Pepe. So. Nö, hier ist keine Tür. Nö. Ist nur die Tür, von der man gekommen ist. Hä? Wo zum Teufel? Moment. Leid. Entrance. Blah, other power, drain it to shut it down and then finally get to the energy core. Safe and prepare the computer to the integrated plant room. You will need to the integrated plant room. Das ist ja dann. Das ist der hier, oder was? Integriertes Werk.
Energiegewinnungsanlage. Energiekern. Energiekern ziehen Sicherheitsraum. Da, integriertes Werk. Now it isn't pretty, but the only sure way to keep combos going is to use Infernos up close. Yes. Sub control room. Remember the rearrange energy into basic rotation. Remember those three orbs on the left. Yeah. Nah, upside down from having been rotated. Energy con. Okay, das ist der Raum, in dem ich gerade war. Sorry, das ist gerade wahrscheinlich extrem lame für euch. Vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten. Ja. Okay, also jetzt. Okay. Sorry, das tut mir echt furchtbar leid gerade, dass das alles so ein bisschen drunter und drüber ist, aber das Spiel ist einfach. Das. Was soll ich machen? Ich meine, bevor ich hier sinnlos durch die Gegend renne, was ich ja sowieso schon mache, aber noch schlimmer, noch länger, noch mehr. Natürlich treffst du mich. Es wäre auch zu fair gewesen, hättest du mich nicht getroffen. Bevor ich hier noch länger und dümmer rumrenne, gucke ich doch lieber nach. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt hier durch diese Treppe runter machen. Und dann kann man ja links in den Raum. Und ich weiß gerade nicht genau, was in den linken Raum war. Irgendwas war da verschlossen oder so. Das sehen wir gleich. Aber irgendwas steht da von wegen, dass da jetzt dadurch, dass man die Komponente gewechselt hat, da sich irgendwas gedreht haben soll. Alter, habt ihr das auch gerade gehört? Das war. Es gewittert ein wenig. Ups. Hier, in den Raum will ich rein. Sicherheitsraum im oberen Kern. Okay, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ne, hier waren wir noch nicht. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. So, kurze Unterbrechung. Was war das da eben? Okay, aha. Wir sind. Es sieht gut aus. Wo wir hier so unterwegs sind. Aber ich habe da gerade eine Kralle gesehen oder irgendwas. Ich will erstmal den Raum sauber haben, bevor ich hier irgendwas mache. Uah. Okay, aber das scheint dann im nächsten Raum zu sein. Ja, da, Alter, da ist so ein Viech hinter. Wie mies, da! Er klippt durch die Tür. Okay, kurz heilen. Die Dingers einsetzen. Dann machen wir die Tür noch auf und dann beenden wir diese chaotische Folge auch. Also, tut mir furchtbar leid, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen kreuz und quer ist gerade. Alter, dann hau ich mir gleich die Fliegenklatsche. Ich raste hier sonst echt aus. Wow. Komm raus da, sonst kann ich dich nicht bekämpfen, Alter. Ist nur der eine? Nope. Ja, ist überhaupt nicht der kleine Raum für irgendwie zwei von den Viechern. Natürlich. Oh Gott, wenn er mich nochmal trifft, bin ich am Arsch. Oh, mir fließt der Schweiß. Ja, es ist so warm. So, sollen die das doch regeln?
Es hört sich nicht so an, aber ich glaube, das war's. Ich beende die Folge an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich glaube, wir kommen dem Ende langsam näher. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.